Niagara-Fälle. Das hier sind die amerikanischen Fälle. Die Richtung da hinten ist der Horseshoe Fall. Der geht noch ziemlich um die Ecke rum. Das ist der kanadische Wasserfall. Der ist deutlich größer. Hier gehen pro Sekunde fast 3600 Tonnen Wasser über die Kanten. Aussichtspunkt auf der anderen Seite. Grenzbrücke. Ausflugsboote, damit man richtig nass wird.